Und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu einem Teil hier bei The Medium PC Let's Play mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und ja, hier in diesem mittlerweile etwas finsteren Labyrinthzimmer stehen geblieben. Das ist auch doch schon wieder ein Weilchen her, wo ich wieder gespielt habe. Ich habe einfach kaum Zeit, das ist blöd. So ging das, okay. Aber es funktioniert bei mir auch momentan leider nicht anders. So, hier haben wir das Bild. Mittlerweile ist ziemlich zerstört das Kunstwerk. Mal gucken, wie das hier alles funktioniert. Aber hier geht es nirgendwo hin. Hier auch noch, ne? Jo. Ach komm. Ich hab das Ding doch erwischt. Ah. Echt jetzt? Okay. Das reagiert ab und zu ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl, ne? So, wir wollen ja alles finden, ne? Deswegen. Man wird nichts mehr gesprochen, aber hier wurde wohl auch nichts mehr hinterlassen. Nichts mehr zum Trinken, nur noch ein paar Brotkrümel. Please, come out! Der Judenstern. Was steht denn da? Keine Ahnung. Also da rechts neben dem Judenstern auf der Bank, hier quasi über mir. Keine Ahnung. Okay, es sagt dazu nichts. Er hat quasi seine Freundin wohl verloren. Er ist sein Vater, da das mit seinem schrecklichen Stiefvater und jetzt das hier. Das ist wohl sein dunkles Geheimnis, würde ich sagen, oder? Boah, ich bin nicht jetzt schnell. Please, I need you. Jetzt habe ich auch ganz vergessen. Oh, Rosen. Das Leben ist aus dieser Rose entwichen. Und er sagt natürlich, nein, Rose, wake up, wach auf. Ich meine, kann man natürlich herauslesen, was es zu bedeuten hat. Also Rose ist auch dahin. Weiß ich glaube, ach, hier geht's gar nicht weiter. Wie ist das Ding, ey? Jetzt gerade wieder zurück oder was? Wo bin ich denn hergekommen? Hier? Ne, hier ist jetzt zu. Immer wieder am Anfang? You took her from me! Wir sind wieder am Anfang. Hätte sein können, dass jetzt trotzdem wieder was anderes ist hier. Warum sind wir jetzt wieder am Anfang? Ganz wirklich am Anfang sind wir nicht, weil der junge Richard sagt wie immer wieder was Neues. Ich gucke mir jetzt auch trotzdem nochmal alles an. Weil sie doch irgendwo wie etwas Neues ist. Nein.
Jetzt können wir aber hier hinten weiter. Dann sollte es wohl so sein. Jupp. Das klappt doch ganz gut. Ja, wir sind mal richtig. Oh mein, sieht es lecker aus. Das ist das Monster, das schmutzige Geheimnis. What is that? No. You're not Rose? Is that you? Also das Dicke da ist auf jeden Fall nicht Rose. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. My precious little flower. Diese Pflanze, ne? Huh? Können wir da weiter? Nee. Wir können uns in der Hinsicht nicht weiter umgucken. Hi. Lily. Wieso Lily? Achso, okay. Okay. Musik hört auf. Let's get this over with. Schon ein bisschen widerlich, das Vieh, oder? Wird er jetzt aufstoßen oder was macht er? Warum geht er so nach hinten? Dem ins Gesicht gucken, wenn er so nach vorne geht. Na gut, okay. Nehmen wir an, das soll mal kaputt machen. Na boom. Leider Witch hat es hier wohl voll in seinen Bann von diesem Ungetüm. Help! Somebody! Please, help! Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. No, what? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. Dadurch wird Richard wie zu einer Puppe, ganz wohl. It was pretty overwhelming at first.
Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? That way. Hunted. Hounded. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I caught your scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound. The sap drying on the stump. All because of her. Do I know you, child? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. Now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man. Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. Set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Do not exist. That's all I want. So be it. Forgive me. Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman. Be gone. Richard. This time, it wasn't just a feeling, it was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? Er hat zumindest dieselbe Fähigkeit wie wir. Er nutzt sie nur anders. And then something clicked. That girl. It's me. But
It looks like it was taken here, at Neva. Shit. The red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. Finde einen Weg durch den Wald. So, damit haben wir Richard jetzt von diesen Dämonen befreit. Während Thomas nur seine Seele quasi getötet hat. Ja, war ein bisschen falsch geholfen für den Richard, würde ich sagen. Aber er konnte es ihm halt eben nicht verzeihen, was er mit seiner Tochter angestellt hat. Demnach hat er eher seine Seele getötet, statt ihn einfach richtig ordentlich zu retten. Indem er einfach quasi den Dämon besiegt. Oder platt macht in der Hinsicht. Und ja. Da haben wir Richard quasi befreit. Ach, gut. So, gucken wir mal. Also, wir sollen ein rotes Haus finden. Was anscheinend eventuell etwas mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Und das soll wohl hier irgendwo im Wald sein. Jetzt gehen wir natürlich hier jeden Gang entlang. Einfach nur zu gucken, ob hier noch irgendetwas zu sammeln ist. Wir haben einen Pfeil nach geradeaus quasi. Gehen aber erstmal hier lang. Da haben wir schon mal was. Eine weitere Postkarte. Es hört nicht auf. So, erlesen. Hallo, mein Sonnenschein. Bin hart am Arbeiten, wie immer. Mr. Rekrowitz sagt, es werden keine weiteren Gäste kommen. Aber das ist schon in Ordnung. Ich kann ihm immer noch bei vielen behilflich sein. Ich wünsche nur, es wäre ruhiger. Warum hört es nicht auf zu reden? Ich wünschte wirklich, ich könnte dich sehen. F. Ich sag jetzt mal F, weil wenn ich das in diesem Buchstaben F einfach nur so mache, dann hört man es nicht durch die Rauschunterdrückung. Also sagen wir jetzt mal F. Und hier ist irgendwo noch etwas in der Nähe. Okay, aber nicht hier. Wir hören schon Stimmen. Ein Telefon wieder. How is he? No, don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued. Like if someone lit a match in a giant freezer. Diese bildliche Vergleiche immer. Sehr interessant manchmal. So, sonst gibt's hier nichts, ne? Okay. Dann können wir jetzt den richtigen Weg hier gehen. So, jetzt geht's also wieder in den Wald. Natürlich sind wir hier quasi immer noch Resort, ist ja klar. Aber erstmal raus aus diesem großen Hauptgebäude. Reclaiming History. Ein Stück Geschichte. Eine Festung von großer historischer Bedeutung aus dem späten 19. Jahrhundert wird demnächst renoviert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die Arbeiten werden voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen und bis 1983 dauern. Cool. Geschichte finde ich immer klasse. Das war ein Vogel, hoffe ich doch. Okay, ranzoomen oder sowas geht nicht.
Seltsam. Ja, sieht aus wie bei Blair Witch, ne? Wer Blair Witch natürlich kennt, ist ja klar. Er weiß dann, was damit gemeint ist. Okay, mehr gibt's hier nicht. Gut. Hier haben wir noch was liegen. Noch eine Karte. Armes Ding. Mein Liebling, habe ich jemals Lillian erwähnt, die Tochter von Mr. Rekowitz? Sie ist heute 16 Jahre alt geworden. Das arme Ding konnte wegen ihrer Krankheit nicht mal ihren Geburtstag richtig feiern. Sie erinnert mich jedenfalls etwas an unsere Anna. Bei ihr ist es nächsten Monat soweit, nicht wahr? Ich wünschte, ich könnte da sein. Aber Mr. Rekowitz braucht mich hier. Ich muss bleiben. Ihm helfen. So, wie er mir geholfen hat. Ich liebe dich, F. Okay. Hier haben wir noch was zu gucken. Wo gehen wir hin? Themenweg. Niva Natural Park. Okay. Was haben wir hier noch? Noch was zum Lesen. Naturpark Niva. Der Naturpark Niva wurde durch die Großzügigkeit der Regierung der Volksrepublik Polen gegründet. Okay. Na denn. Einmal in den Wald. Gibt's hier irgendwas? Fußspuren? Nö. It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? Fragen über Fragen. So, Ausstellung seltener Bäume, Landschaftswanderweg. Ich mag Bäume, deswegen gehen wir erstmal hier zur Richtung Baum. Hier flackert auf jeden Fall die Taschenlampe. Und die Hintergrundmusik ist irgendwie eigenartig. So, mit dem Baum können wir aber nichts machen. Irgendwas muss doch hier sein. Deswegen das so flackert. Frage ist halt nur was. Man sieht hier aber nichts. Das habe ich mich auch schon vorher immer gefragt, warum das da so flackert. Was ist das? Das gehen wir aber auch wieder den Weg hier zurück. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Um zu gucken, ob es hier noch irgendwie was gibt. Den laufen wir mal ein bisschen zickzack, falls irgendwo irgendwas angezeigt wird. Hier haben wir doch was. Noch eine Postkarte. Zigarettenstummel. Eine Wasserflasche, eine Dose. Wie war Ioculis? Immer schwieriger. Meine Liebste, es wird immer schwieriger, es zu ignorieren. Das Schlimmste ist, dass alles anfängt, Sinn zu machen. Dieses Mädchen, das arme Mädchen, eingesperrt wie ein Tier. Kein Kind sollte so leben müssen. Ist sie wirklich so krank? Mr. Rekowitz sagt, es ist zu ihrem Besten, aber langsam mache ich mir Gedanken. Ich wünschte, ich könnte dich wiedersehen. Ich liebe dich so sehr. Dein F. Dein F. Und wer ist ein B und A? B, B. Wer auch immer dieser F ist. Okay, hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Wer auch immer dieser Mr. F ist. Das ist auf jeden Fall nicht Richard. Aber auch nicht Thomas. Denn es ist der liebe alte Franz. Nee. So, die Lampe hatten wir eben gerade von dem Ausguck oben gesehen.
Okay, hier geht's runter. So, hier gibt's nichts. Ich meine, der Wald kann jetzt natürlich schon noch ein bisschen unheimlich sein, wenn man hier doch so alleine umherläuft. Hier geht's auf jeden Fall nicht lang, ne? Nein. Wollen wir nicht rüber. Hier haben wir schon Fliegen gehört. Another one. It looks like it rotted from the inside. Ist es das Werk vom Schlund? Kann man hier was sehen? Ja. Nur hören. Jetzt gewittert es auch noch. Jetzt wird es ein bisschen schlammig, ja? Kommt ein ordentlicher Wind auf. Jetzt wird es erst recht ungemütlich hier im Wald. These animals, they look used up. Like something sucked the life out of them. Klingt doch nach Schlund, oder? Kann eigentlich gut sein. Oh, Video. Oh, that... You scared the shit out of me, little buddy. What you got there? Oh, hey! Wait! Was soll ich denn jetzt mit dem Schuh? Finde einen Weg durch den Wald, ist durchgestrichen, okay. Folge dem Hund ist jetzt unsere Aufgabe. Natürlich machen wir das nicht. Wir gehen erstmal hier entlang. Nehmen wir erstmal das, was nicht die Aufgabe ist. Da haben wir doch schon was. Noch eine Postkarte. Geflüster in der Dunkelheit. Ich bin's. Ich muss es sein. Sie ist da unten. Was? Ich muss es sein? Sie ist da unten. Allein. Beängstigt. Ich kann sie jetzt die ganze Zeit hören. Sie flüstert. Sie schreit. Lass mich raus. Lass mich raus! Er versteht nicht. Er will nicht verstehen. Vielleicht ist er nicht der, für den ich ihn halte. Ich muss es ihm zeigen. F. Okay. So, gehen wir noch hier gucken. Und mit sage ich mal Tschüss. Wir sind ungefähr bei einer halben Stunde, es sind noch ungefähr 20 Sekunden. Ich danke euch natürlich wieder hier fürs Zuschauen. Ich denke mal Kameras an, ja, ne? Jetzt auf jeden Fall. ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst natürlich kein kostenloses Abo dazulassen und ein kostenloses Like. Hoffe ich doch und dann sehen wir uns hoffentlich auch wieder beim nächsten Teil hier bei The Medium auf dem PC mit mir, Follower, YouTube, Let's Plays als Hobby und hoffentlich auch bei meinem anderen Let's Plays. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und auf YouTube generell. Bis dann.